Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Carsten Scholle, Zuse-Institut Berlin. Ich werde Ihnen heute einen kleinen Einblick in eine Entwicklung bei uns geben, die wir Meta Enhanced File System nennen. Wir betreiben das schon seit einigen Jahren im Rahmen unserer regulären Forschungstätigkeit. Aber zuerst die Frage, wer sind wir und was tun wir? Wir sind ein Forschungszentrum in Berlin. Wir kümmern uns um High-Performance Computing und datenintensive Forschung mit angewandten mathematischen Methoden. Ich bin Leiter der Core Facility IT and Data Service. Das heißt, ich verantworte die Gesamt-IT am SUSE-Institut, inklusive Data Center, Supercomputing und all dieser Dinge. Und in dem Rahmen beschäftigen wir uns natürlich auch mit Forschungsdaten. Und ich möchte Ihnen heute, wie gesagt, einen Einblick geben in ein Spezialthema unseres Meta-Enhanced File Systems. Das ist eine Langzeitentwicklung aus vielen Komponenten. Ich baue Ihnen eine kleine Geschichte auf, damit Sie sich im Forschungsalltag der Elektronenmikroskopie wiederfinden. Und dort gehen wir dann auf Spezialitäten ein, die sich rund um Metadaten kümmern. Und in dem Rahmen haben wir einen zweigeteilten Vortrag. Der erste ausschließlich vom SUSE-Institut und im zweiten Teil habe ich von einer Veranstaltung, die wir mit der Firma Graudata hatten, das Metadatenthema mir rausgelöst, um die Darstellung so ein bisschen zu verbessern. Die Kollegen haben mir da von unserer eigenen Veranstaltung mal ein paar Folien gegeben, nur dass sie das schon mal vorher gesehen haben und sich nicht wundern, weil wir dann einen Wechsel haben. Okay, steigen wir ein. Den Forschungsdatenlebenszyklus kennen die meisten von Ihnen. Ich habe den mal so ein bisschen salopp angereichert. Wir reden heute vorwiegend über den Bereich Store, Share Access, Preserve, Describe. Wir klammern den Rest mal aus, obwohl wir den auch machen, aber bei Metadaten sind wir erstmal in dem Bereich. Die meisten von Ihnen werden denken, dass Datenspeicherung im Forschungsalltag ein gelöstes Problem ist. Die Technologie kennen wir alle, das ist meistens Grundausstattung in Forschungseinrichtungen oder Universitäten. Und wenn wir mit unseren Wissenschaftlern reden, dann können wir ziemlich sicher sein, dass sie wissen, was sie mit ihren Daten getan haben, wie sie sie bearbeiten und was sie tun werden. Und ich wage jetzt schon die erste These. In der Zukunft, wenn Projekte zu Ende sind oder Personalbewegungen waren, dann wissen Sie das nicht mehr so ganz. Und aus diesem Grund bauen wir jetzt das Szenario auf, was ein Mikroskop ist. Denn wenn Sie darüber nachdenken, was Sie vielleicht aus Ihrer Historie als bilderzeugendes System kennen, wo Sie noch mit Fotoapparat gearbeitet haben oder dergleichen, das haben wir heutzutage nicht mehr. Wir haben nicht diese analogen Mikroskope. Wir haben eher das, was wir auf der rechten Seite sehen. Ein Transelektronenmikroskop, ich habe ein paar Kennzahlen reingeschrieben. So ein Gerät verbraucht 6 Kilowatt Strom, ist 4 Meter hoch, wiegt 5 Tonnen und schiebt Ihnen in wenigen Minuten 1 bis 10 Terabyte Rohdaten urplötzlich auf irgendein Speichersystem. Und wenn Sie an der Stelle drüber nachdenken, kommen Sie recht schnell auf ein Problem, wenn Sie 11 Geräte dieser Art haben, eine Reihe von Forschungsgruppen, vielleicht auch noch viele Nutzer, und pro Tag etliche Terabyte an Zuwachs haben und ständig darauf zugegriffen wird, dann wird das schon ganz spannend. Ich habe ja eine Live-Aufzeichnung eingebettet, die ich am Wochenende gezogen habe. Dann haben wir nur von einem einzigen Dateisystem eine Dauerrate von 560 Megabit pro Sekunde und 1,4 Petabyte Gerätedaten. Warum erzähle ich Ihnen das? Wir müssen auch darüber reden, über heiße Daten, kalte Daten. 90% der Daten lagern, sind selten genutzt, müssen aber aufgewahrt, aufbearbeitet werden, aber sind häufig auch in dem Sinne verwaist, dass man verwaist, dass sie da sind, aber kaum noch Informationen hat darüber, über die Historie. Wir müssen uns die Frage stellen, wie lange bewahren wir die auf? Welche Projekte waren das? Wie wurden die veröffentlicht? Und wer ist der Data Owner? Die 10% der heißen Daten stellen nie ein Problem dar, die kennt jeder. Unser Thema, wenn wir über Metadaten und Datenspeicherung im aktiven Forschungsalltag reden, ist die Erfassung von Struktur- und Projektinformationen. Und das ist unserer Sicht nach nur unmittelbar möglich, wenn die Daten neu erzeugt werden. Wir haben da zwei Themen. Es gibt die gut strukturierten Datenbereiche, die meistens mit Arbeitsgruppen oder Projekten zu tun haben. Und es gibt die unstrukturierten. Und es gibt Übergänge, meistens von strukturiert zu unstrukturiert. Wenn man Langzeitdatenspeicherung betrachtet, muss es eine Möglichkeit geben, zurückzukommen zu strukturiert, die Kontrolle zurückzugewinnen, was man dort hat, und Daten nachnutzbar zu machen.
Und dann schwenken wir auch schon ein, das Dateisystem reicht uns nicht. Wir brauchen Metadaten, die in den Daten selbst liegen. Wir brauchen kontextbezogene Daten und die sind dann meistens eine Kombination aus Teilen der Daten, der Ordnungsstruktur, der vormaligen Nutzer oder der aktiven Nutzer und Teil des Dateisystems. Ich fasse es mal grob zusammen. Wir können davon ausgehen, dass die niederschwellige Nutzung für ein System, das große Datenmengen speichert, sehr wichtig ist. Und wenn wir über lange Zeit Daten erfassen, dann wollen wir ein wohlstrukturiertes System vorfinden, nennen wir es mal ein Data Warehouse. Es gibt Abteilungen, es gibt Fächer, es gibt Größen, wir können da reingreifen, wissen genau, was wir haben. Und die einen sagen Data Lake, wir nennen das den Sumpf, den Data Swamp. Und den müssen wir strukturiert haben. Und damit müssen wir, um überhaupt in die FAIR-Prinzipien zurückzukehren oder da zu bleiben, finden, zugreifen und sie damit nutzbar machen. Ein weiteres Thema bei Großdaten und bei Großdaten, ich erinnere daran, es waren 10 Terabyte pro Messlauf, wollen wir, wenn wir kollaborieren mit anderen Einrichtungen, wenn Wissenschaftler gemeinsam Paper schreiben, wenn wir Forschungsergebnisse übermitteln wollen oder Rohdaten, keine Daten duplizieren. Die Duplikationsrate, die wir in den letzten Jahren hatten, war annähernd 50% von frischen Forschungsdaten und das ist, je mehr Daten wir haben, kaum noch haltbar. Da sind wir rangegangen mit unserem Meta-Enhanced-File-System und gleichzeitig haben wir lernen müssen, dass Webschnittstellen für Großdatenspeicher gerade im Forschungsalltag Hemmnisse darstellen. Das heißt, wir müssen auf native Schnittstellen gehen, auf resiliente Protokolle, die sich nahtlos in Forschung integrieren. Nahtlos heißt, mein Windows, mein Mac möchte sein Heimatprotokoll, sein CIPS benutzen. Mein Analysesystem, meine AI, mein HPC möchte NFS benutzen. Mein Kooperationspartner oder mein Gerät zu Hause möchte Daten vielleicht über Rsync oder SCP replizieren und ich möchte keine Systembarrieren haben. Und ein weiteres großes Problem ist, das werde ich in dem Vortrag hier nicht behandeln, ist, das System ist gleichzeitig auch das Backup. Das heißt, wir sind in dem Punkt, dass wir bei Großdatenspeichern kein Backup mehr machen können. Ich habe Ihnen 1,4 Petabyte angeboten eben. Ich kann aber sagen, dass wir eine ein bis zwei Nullstellen mehr, wie die meisten Großforschungseinrichtungen vorrätig haben. Und das lässt sich kaum noch replizieren oder sinnvoll sichern. Wir müssen also interne Mechanismen haben. Ja, und darum haben wir uns gekümmert. Meta-Enhanced File System ist eine Idee der Kombination aus Dateisystem, Hochleistungsspeichern, Archiv und Metadatenverwaltung, Backup integriert. Und die Metadaten werden als Teil des Dateisystems gesehen. Wir haben uns lange umgetan und schließlich eine Entwicklungspartnerschaft angestrebt. Das wird der zweite Teil, wo wir über das konkrete Thema Metadaten reden. Aber was ist unser Ansatz? Wir wollen einen konvergenten Blick auf ein Dateisystem und die Metadaten werfen, wo wir eine Webschnittstelle, API-Server und CLI-Tools verbinden. Ich benutze immer gerne dieses Beispiel der Hände, das Dateisystem, die Metadaten und das kann man übereinander legen. Und wenn wir das so denken und dann auch noch native Protokolle nehmen, niederschwellige Zugriffe, SIFS, NFS, SCP und uns dann mit einem Standardkomponentenbaukasten versehen, wie ein hierarchisches Dateisystem, das ist in unserem Fall Versity von der Firma Versity, von GrauData haben wir uns den Metadata-Hub an Land gezogen. Ein Pro-FTPD, den wir benutzen können, um SCP zum Sharen zu machen und relativ wenig selber entwickeln zur Koordination dieser Komponenten, zum Aufbau von Weboberflächen und ein standardisiertes Authentisierungsprodukt. KeyCloak ist, denke ich, weitestgehend bekannt in der Community, gerade jetzt auch in den Großforschungszentren NFDIs. Dann haben wir Standard-Tools, die wir austauschen können, die wir als Module einsetzen können, vielleicht auch unabhängig von den anderen. Und können uns damit beschäftigen, das User Experience für die Nutzer so aufzubauen, dass sie mit so einem System auch arbeiten wollen. Eine andere Zusammenfassung der gleichen Sachverhalts. Wir trennen Dateisystem, Metadaten, den SharePoint und versuchen so nativ wie möglich mit standardisierten Protokollen und Programmiersprachen ranzugehen, Standard-APIs, um möglichst einen Open-Source-Ansatz voranzubringen, der in vielen Projekten wiederverwendet werden kann.
Ich habe das, was ich eben in den zwei Folien hatte, nochmal als Übersichtsbild zusammengetragen. Ich denke, das ist so ein Standardszenario. Sie haben weltweiten Zugriff, Campus Labor, Datenhaltungsarchitektur. Und in unserer Architektur gibt es rechts noch einen Teil, der sich damit beschäftigt, transparent im Hintergrund die Daten auf Bänder in zwei Kopien zu lagern. Damit können wir auch das integrierte Backup realisieren und Versionierung mitmachen. Wir haben dort ebenfalls mit der Firma Versity eine Entwicklungspartnerschaft, sodass wir auch die Source-Code-Entwicklung beeinflussen können, dass die die Features liefern, die wir brauchen, um unsere Systeme nach vorne entsprechend aufbauen zu können. So, kurz bevor wir jetzt auf die Metadaten wirklich gehen, noch ein paar Begriffe. Metadaten finden wir im Dateisystem. Das heißt, ich würde mal sagen, jedes Objekt im Dateisystem, N Objekte, hat Metadaten, eingebettete Metadaten, jedes Mikroskopformat, jeder Fotoapparat, alles, was irgendetwas aufzeichnet, hat Embedded Metadaten. Das heißt, wir können im Schnitt 1000 Metadaten, Attribute pro Datei, die Inhalt hat, beobachten. Und wir haben contentspezifische Metadaten, die nicht aus den Dateien im Header rausgelesen werden, sondern vielleicht durch Annotation, Analyse, zum Beispiel, wie viele Zellen haben wir in einem Bild. Und last but not least, und aus meiner Sicht das Wichtigste am Ende, wir haben die synthetisch angereicherten Metadaten. Das heißt, auf was bezieht sich ein Directory, ein Projekt, damit wir Blöcke erfassen können, damit wir auch Suchaggregate bilden können, zum Beispiel über Sonderforschungsbereich-Identifikatoren, Projektidentifikatoren oder dergleichen. Haben wir solche Metadaten, können wir darauf fortgeschrittene Operationen ausführen. Suchaggregate bilden, den Nutzern das an der Weboberfläche zugänglich machen und daraufhin zum Beispiel Daten verschieben, Daten aggregieren, Daten für eine Berechnung vorbereiten, die alle zum Beispiel aus dem gleichen Mikroskop kommen oder den gleichen Ausschnitt zeigten oder die gleiche Auflösung haben oder ähnliche Identifikatoren. Ich hatte eben erwähnt, wir benutzen ein HSM-System. HSM heißt, wir haben einen sehr schnellen Solid State Tier, wo die Benutzer Standard-Dateisystem-Operationen machen können. Und wir haben dahinter Bandlaufwerke, eine Bandarchitektur. Für die Nutzer ist es wichtig und auch für die Admins muss man dazu sagen, dass man nicht einen Admin kontaktieren muss, um Daten aus dem Bandpool zurückzuholen. Das heißt, alles, was passiert, ist Auto-Tiering, kann von den Nutzern über Requests, über Timing, zum Beispiel, ich brauche am nächsten Morgen dieses Projekt wieder auf dem Festplatten- oder SSD-Bereich selbst gemacht werden, sodass wir so wenig wie möglich, ja, Data Steward Operations dazwischen haben. Wenn wir Daten sharen, dann können wir das auf den Daten, die im Live-System sind, ohne Kopien zu erzeugen. Das tun wir in einer bestimmten Art und Weise, indem wir interne Benutzer auf die externen mappen, gerne Read und Read-Write noch benutzen und das mit einem Standardprotokoll wie SCP, um keine proprietären Clients reinzubekommen. Das heißt, auch an der Stelle, nachdem wir unsere Daten selektiert haben, nachdem wir die annotiert haben, herausfinden können, was zu einem Projekt gehört, kann ein interner Benutzer an irgendeinen externen ein Suchaggregat rausgeben und dann ein Standardprotokoll benutzen, was auf jedem Betriebssystem, was wir heutzutage kennen, einfach vorhanden ist. Ich gehe mal auf ein anderes Beispiel, was wir verfolgt hatten. Next, Cloud oder dergleichen. Das ist in gewisser Weise proprietär. Wir haben Protokollprobleme mit HTTPS. Das haben wir an der Stelle nicht. Jetzt stellt sich jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, sofort die Frage, oh, wie regelt ihr die Sicherheit? Sowohl für Metadatenoperationen als auch für Dateisystemoperationen haben wir Namespaces und ein RBAC-Modul ins Dateisystem implementiert, was uns auch erlaubt, auf den Suchaggregaten, auf der Suche selbst Access-Control-Listen, sprich Rechte-Trennung zu machen. Das ist ein großes Thema bei der Entwicklung, da sind wir dabei. So, jetzt können wir einsteigen. Ich fokussiere mich heute auf die Metadaten. Ich rufe mal die Zahl auf. Ich hatte vorhin 1,4 Petabyte gesagt in dem Beispiel. 250 Millionen Dateien haben wir in dem Beispiel Dateisystem und 54 Millionen können wir davon momentan über die Metadaten-Engine extrahieren und
sinnvoll darstellen. Das heißt nicht, dass die anderen Dateien nicht extrahierbar werden, aber es gibt Strukturinformationen oder Daten, die wir aus Laufzeitgründen nicht erfassen. Wir können sämtliche technischen Metadaten und Embedded-Metadaten erfassen und speichern das in einem System, Metadata-Hub, und organisieren das pro Großgerät. Man muss jetzt dazu sagen, die Firma Graudata ist da auch am Entwickeln. Das heißt, wir haben momentan eine Grenze erreicht, mit denen wir den Entwicklungspartner challengen können, dass die Datenbanken, die wir erzeugen, so groß werden, dass wir eine Aufteilung anhand zum Beispiel Forschungsgroßgeräte machen in der Speicherung, weil wir sonst die Datenbanken in ihrer Größe überlasten würden und Abfragen nicht mehr gehen. Die Speicherung der Daten, wieder ganz in unserem Kernkonzept, Open Source, leichtgewichtiger API-Zugriff wird in GraphQL implementiert. Das heißt, unsere Oberflächen, unsere Systeme greifen ebenfalls im Backend auf Application Interfaces zu. Und wir können natürlich, auch wenn Nutzer das möchten, die direkt auf den Metadata Hub lassen, weil ja dieser gekapselt immer nur einen Forschungsbereich analysiert. Ein sehr gutes Feature und auch sehr wichtig für die Auswertung. Diese Metadaten können mit AI-Assistenten und Abfragesprachen integriert verwendet werden. Das heißt, man muss sich nicht damit beschäftigen, wie ein bestimmtes Attribut lauten könnte oder wie das Datenformat für ein Datum ist. Dieser AI-Assistent unterstützt uns sehr beeindruckend darin, diese Informationen besser strukturiert zurückzugeben. Ich hatte es eben schon erwähnt. Wir haben bei der Metadatennutzung momentan eine Abgrenzung, dass jede Auswertung über Metadaten, jedes Auslesen von Metadaten in gewisser Weise von uns auf Berechtigungen oder Projekte abgebildet wird, hat den Hintergrund, dass der Metadata-Hub selbst, ich sage einmal, alles analysiert, was er in die Finger bekommt. Der unterscheidet zwar beim Auslesen der Daten darin, wem welche Datei gehörte, welche Benutzergruppen da sind, aber kann beim Abfragen nicht auf diese Berechtigungen prüfen. Das heißt, das ist eine Zusatzfunktion, die wir in unsere Plattform integrieren. Und das sollte man bedenken, wenn man die Software anwendet. Also wir sind im öffentlichen Dienst, wir kennen das. Wir müssen auf Datenschutz achten. Und dementsprechend der vorletzte Punkt, wir strukturieren genau entlang dieser erwarteten Metadatenextraktion und der erwarteten Nutzung, sodass wir nicht in Zugriffskonflikte mit Berechtigungen geraten. Hat natürlich Vorteile, wenn man kleinere Institute hat, kleinere Gruppen, dann muss man das nicht berücksichtigen, dann ist das eh eine Gemeinsamkeit bei der Metadatenextraktion und Nutzung. Da hat man das Problem in unserer Wahrnehmung, auch in unserem Kundenkreis nicht. So, was habe ich Ihnen jetzt hier erzählt gerade? Ich denke, ein paar Beispiele sind jetzt nötig. Das hier wäre ein Beispiel, wie so eine Metadatenextraktion aussieht. Es ist ja ein Kamerabild. Wir haben mal das Bild reinkopiert. Dank an die Kollegen von Graudata, dass ich das nutzen darf, wo Sie sehen, was in einem Header einer solchen Datei drin ist, wie der Metadata-Hub die Daten liefern würde. Das ist jetzt ein eigenes Interface vom Metadata-Hub. Und hier sieht man dann diese typischen Dinge, wie war die Kamera eingestellt, Pixelgrößen, Tiefe, Datum, Uhrzeit ist auch kodiert. Das würde man in weiteren Metadaten noch sehen. Ganz oben sieht man es aber auch. 2020, Monat 11, Tag 19, die Uhrzeit. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass das jetzt einen Scrollbalken rechts auf der Seite hat und rechts oben die Zahl mal angucken, 3309, war in dieser Datei noch einiges mehr drin. Das heißt, es ist sehr viel Auswertung und Aggregation möglich. Unser Beispiel eines Mikroskopiezentrums, mal ganz kurz zur Illustration. Ein Großgerät hat unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten, physikalische Eigenschaften und es ist relativ viel Kontextwissen natürlich nötig, wenn man ein domänenunspezifisches Speichersystem baut. Unser Meta-Enhanced-File-System operiert nicht im Kontext der Biologie, der Chemie, der Pharmazie, der Materialwissenschaft, sondern es operiert mit Daten und damit werden alle Daten auf der Datenebene gezogen und nicht als reine Information, nicht aufgewertet oder domänenspezifisch angereichert gespeichert. Das überlassen wir später unserer Plattform oder vom Benutzer angeforderten Reports bzw. Darstellungen. Ja, ich möchte ganz kurz noch darauf eingehen,
Seit 2019 entwickeln wir das gemeinsam mit Graudata, was ich Ihnen hier gerade zeige, in den nächsten Folien auch. Und das ist definitiv eine Kooperation, bei der Graudata Anforderungen aus der Forschung für uns umsetzt. Das heißt, wir haben hier kein Produkt, was wir blind eingekauft haben, sondern wir haben ein Produkt, was auch gemeinsam entwickelt wird. Als reines Open-Source-Haus freuen wir uns sehr, dass Graudata auf solche Sachen auch setzt. Open-Source-Prinzipien, Open-Source-Einsatz. Und damit auch sehr, sehr moderne Entwicklungs- und Betriebsmethoden. Ich habe das hier mal als Disclaimer drin. Das heißt, Sie können hier jederzeit sehen, in welchem Verhältnis wir hier stehen. Das war mir wichtig, weil ich ja von Graudata gefragt wurde, dass wir nochmal ganz deutlich an der Stelle für die nächsten Folien aus einer Kooperation und nicht einem Einkaufsverhältnis. So, ein paar Use Cases noch. Sie kennen das. Sie haben sehr stark strukturierte Binärdaten. Hier können wir Metadaten auswerten und hier wird zugegriffen auf eine umfangreiche Bibliothek auch von der Johns Hopkins Universität. BioTools, wahrscheinlich in der Community hier gut und breit bekannt. Das heißt, was Sie dort bisher in eigenen Entwicklungen gesehen haben, können Sie sicher sein, dass das auch funktioniert. Das hilft uns sehr bei Standardformaten abseits von Mikroskopen, dass wir da große Datenmengen extrahieren können. Medizinisches Beispiel. Im Hintergrund sehen Sie eines dieser klassischen gescannten, hier in dem Fall Röntgenbilder. Und hier sind praktisch alle Bilddatenformate verfügbar. Ich habe ein Beispiel, das könnte ich im Nachgang nochmal zeigen, einen drehenden Knochen, den wir ebenfalls in diesem System auswerten können oder uns angucken könnten. Also das ist sehr breit aufgestellt an der Stelle und hilft uns neben dem Mikroskopieprojekt auch in Visualisierungsprojekten unserer Visualisierungsabteilung sehr, dass wir auch Metadaten aus dem medizinischen Bereich annotieren können. Biochemie, überhaupt kein Thema. Wenn Sie in der Medizin sind, klappt das auch mit der Biochemie. Da sind auch sehr viele Formate drin. Haben wir jetzt weniger. Wir haben aber ein sehr großes Projekt am Anlaufen aus dem Bereich der Klimaforschung mit der Freien Universität. Und da sind weitestgehend auch alle Bilddatenformate, die wir brauchen, bereits drin. Was umso besser ist, Klimaforschung, ein extrem gut strukturiertes Feld bei der Forschungsdatenverarbeitung und auch bei den Repositorien, die weltweit verteilt sind. Und umso besser, wenn wir die Systeme zu uns importieren, die Daten, dass wir relativ barrierefrei gleich weiterarbeiten können und auch Metadaten an ihrer Herkunft annotieren können. Astronomie haben wir drin, haben wir jetzt keine aktuellen Projekte. Aber auch Astronomiedaten, Satellitenbilder etc. funktioniert einwandfrei. Ich habe das aber drin gelassen, das Beispiel. Wenn Sie sich um die Nachnutzung dieser Daten fragen, warum machen die das und nur auf einer Web-Oberfläche mitnichten? Es ist völlig problemlos möglich, mit Libraries in unserer Plattform über den Metadata-Hub oder über unsere eigenen API-Server zuzugreifen auf die Metadaten. Und dazu kann man zum Beispiel Jupyter-Notebooks benutzen, was für den aktiven Forschungsalltag sehr praktisch ist. Das heißt, wir können sowohl das in der Forschung einsetzen, als auch in der Ausbildung, um den Umgang mit Metadaten zu demonstrieren. Hier nochmal die Darstellung, wie das funktionieren würde. Wir können also jederzeit konvergent auf die Dateien sowie den Metadata-Hub über Jupyter Notebooks zugreifen. Wir können dort über APIs GraphQL benutzen. Wir können aber auch per NFS das in den Jupyter Hub reinmounten. Das heißt, auch der Forscher, der Student, der daran lernt, hat das konvergente Erlebnis von Daten und Metadaten. So. Und das war's schon. Ich war deutlich schneller, als ich dachte und würde mich jetzt über Fragen freuen.